Und jetzt geht's aber auch sowas von los. Ja, lass uns loslegen. Startnummer 01. Die hat heute Eva. Eva ist 13 Jahre alt, kommt aus Oberösterreich und wer hätte das wohl gedacht? Musik ist ihr Lieblingsfach. Sie spielt natürlich auch Instrumente, Klavier, Klarinette zum Beispiel. Sie ist ein bekennender Morgenmuffel und ihr Sternzeichen ist das Pferd. Was? Das geht doch gar nicht. Sie ist doch im Sternzeichen Stier, Elmar. Ja, aber es wird so viel besser passen, kann man doch sicher ein bisschen tricksen. Hm? Puh, Biologie. Viel lieber darf ich jetzt ausreiten gehen. Cindy! Cindy ist mein Lieblingspferd. Am liebsten darf ich den ganzen Tag mit ihr verbringen. Aber irgendwas passt nicht. Cindy und ich haben schon viel miteinander erlebt. Manchmal sind wir stundenlang unterwegs. Aha, du hast wohl Hunger. Ich glaube, da brauchen wir ein paar Äpfel. Praktisch, wenn man Geschwister hat, die uns Futter vorbeibringen. Cindy und ich sind einfach total enge Freundinnen. Du bist halt mein größter Schatz. Mit dir möchte ich immer zusammenbleiben. Für immer und ewig. Hey. Wo bin ich? Eva, alles okay mit dir? Gar nichts ist in Ordnung. Ich will wieder zurück. Also wir finden ja, dass bei Eva eigentlich alles in bester Ordnung ist. Und sie wird auch kein bisschen verschlafen, sondern eher total aufgeweckt. Stimmt. Und aus dem Superhit von Pink, Stupid Girls, wurde für sie Zaubertricks. Elma, ich glaube, es wird Zeit, sie herbeizuschnipsen. Hier ist die Startnummer 01. Hier ist Eva. Zaubertricks. Zaubertricks, Zaubertricks. Wenn in dieser schrägen Welt was aus dem Rahmen fällt, dann erstaunt mich das kein Stück. Da wir garantiert ein Zaubertrick. Eselbornbrücken zum Drübergehen, Würfelaugen sind zum Ziel nicht zum Sehen. Schraub mal mit Adolf Hitler, die gibt's nie. Schraub mal die, denn bei den Buchstabieren dann nur X oder O. Den Rest vom Alphabet, den können sie nicht so. Mit Schuppen bist du noch lang kein Fisch. Stürzt dein Gemüse ab, dann fällt er dennoch nicht vom Tisch. Mir ist klar, was hier alles geschieht. Doch wie, das krieg ich nicht mit. Wenn in dieser schrägen Welt was aus dem Rahmen fällt, dann erstaunt mich das kein Stück. Da wir garantiert ein Zaubertrick. Hokus Pokus überall, Zaubern ist voll normal. In jedem Augenblick läuft ja irgendwo ein Zaubertrick. Die Ostereier, die legt ein Hase, mit Mäusen wird kein Knick nach. Und jeder tanzt manchmal rum auf der Nase, trotzdem rückt sie niemand ab. Schiebt den Sinn, macht jedermann müde, nur den Schäferhund nicht. So viel kommt nicht in die Tüte. Manche Spielkarte sticht. Verduften kann man auch mit null Duft. Und wen ich nicht mag, dann steht nur auf Duft. Wenn in dieser schrägen Welt was aus dem Rahmen fällt, dann erstaunt mich das kein Stück. Da wir garantiert ein Zaubertrick. Von der Mücke ist bekannt, schnell wird's ein Elefant. Und wenn ich auf ihn flieg, wachsen mir die Flügel beim Zaubertrick. Spruch und ohne Buch, ohne Stab und ohne Tuch. Glaub mir, Zaubern ist total normal. Harry Potter, pass mal auf, nicht mal du hast sowas drauf. Auch nicht dir wie Copperfield, der als große Nummer gilt. Wenn in dieser schrägen Welt was aus dem Rahmen fällt, dann erstaunt mich das kein Stück. Da wir garantiert ein Zaubertrick. Fokus überall, Zaubern ist voll normal. In jedem Augenblick läuft da irgendwo ein Zaubertrick. Eva! Komm zu mir! Komm mal, Eva, du kriegst sogar schon Kuscheltiere auf die Bühne geworfen. Eva, wie war der Anfang für dich? Ja, ganz gut, ja. Ganz gut. Sag mal, kannst du zaubern?
richtig zaubern nicht, aber so kleine Zaubertricks schon. Wenn du jetzt zaubern könntest, was würdest du dir zaubern? Ich würde mein Pferd hier auf die Bühne zaubern. Gute Idee. Aber für deine Fans bitte da draußen deine Startnummer. Wenn ich euch mit meinem Lied verzaubert habe, dann wählt euch bitte die 01. Vielen Dank, Eva! Dankeschön! Warte, Eva, deine Kuscheltiere nehmen wir dir noch mit. Hier sind die mit. Die sind ja süß. Wir kommen auch schon. Viel Spaß mit dir.